Kommen wir vereinbart zum Tagesordnungspunkt 23, Beförderung von Kultur- und Nachbarschaftszentren für Dresden. Hier ist der Beginn der Fraktionsrunde Bündnis 90 Die Grünen. Und dort wurde auch beantragt Rederecht für Frau Marien Neumann. Insofern weiß ich, wie Sie es handhaben wollen. Frau Neumann sollte dann beginnen. Dann steigen wir in die Fraktionsrunde hier mit Frau Neumann ein. Frau Neumann, seien Sie herzlich willkommen. Für die nächsten 5 Minuten haben Sie das Rednerpult. Bitte sehr. Guten Abend, meine Damen und Herren, und danke für die Möglichkeit, heute hier sprechen zu können. Mein Name ist Marie Neumann. Ich bin eine von den momentan 4 ehrenamtlichen Projektkoordinatorinnen für das Projekt Neues Volkshaus Kotta. Warum wir heute hier kurz sprechen wollten: Die Förderung der Kultur- und Nachbarschaftszentren ist eine tolle Möglichkeit, das Sozial- und Kulturleben in Dresdner Stadtteilen zu befördern, ganz allgemein. Und wir sehen natürlich ganz klar auch eine besondere Chance dadurch momentan für das neue Volkshaus Kotta und auch den Stadtteil Kotta. Und wir freuen uns auch über die bisherigen sehr positiven Äußerungen zu unserem Engagement seitens der Dresdner Politik und der Dresdner Stadtverwaltung. Seit 2018 sind wir Mitglieder vom Konglomerat e.V., aber auch immer mehr Menschen direkt aus dem Stadtteil Kotta dabei, im Volkshaus einen Ort, ein Haus zu erschaffen, was von der Nachbarschaft für die Nachbarschaft gestaltet wird. Es ist ein nutzerinnengetragenes Haus langfristig, es ist ausgerichtet an den Bedarfen der Menschen von vor Ort. Und langfristig soll es auch ein finanziell sich selbst tragendes Haus werden durch unsere Säule der Vermietung an die Kultur- und Kreativwirtschaft Dresdens. Nachbarschaft, Kultur- und Kreativwirtschaft, Zukunft, das ist unser Motto. Besonders durch den Abschluss des Mietvertrages letzten Jahres hat das Projekt nochmal wirklich an Fahrt aufgenommen und der Tatendrang steigt und unsere vielen Unterstützer und unsere Ehrenamtlichen sehnen sich nach der Öffnung. Und deswegen bin ich heute nochmal hier, um zu verdeutlichen, wie wichtig die Förderung momentan und am jetzigen Zeitpunkt für das Volkshaus ist. Sie ermöglicht die fehlenden baulichen Maßnahmen zur Öffnung, Brandschutz und Barrierefreiheit als Schlagworte. Und durch sie könnten wir sogar vielleicht noch diesen Sommer Sie alle zu uns einladen. Und die schnelle Öffnung ist wichtig, um die Community und die Ehrenamtlichen momentan auch ein bisschen bei der Stange zu halten, denn auch ihre Motivation ist endlich und ein konkretes Öffnungsdatum in diesem Sommer würde den Ehrenamtlichen Mut machen, auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und das ist nach den langen 3 Jahren wichtig. Die Förderung ermöglicht uns aber auch Personalstellen, um alsbald der größeren administrativen Prozesse gerecht zu werden, Mietverträge, Finanzkonzept und so weiter. Aber besonders auch, um das Community Management wirklich auch zu stärken, den momentan vielen Anfragen gerecht zu werden, neue Mitglieder besser einbinden zu können und die Community zusammenzubringen und auch zu stabilisieren. Zusammengefasst, diese Anstoßförderung zum jetzigen Zeitpunkt würde den Schwung bringen, den wir nach den bisherigen 3 Jahren brauchen, um einen großen Schritt gehen zu können und im Sommer Öffnung zu können. Und eine positive Zusage heute wäre perfekt, um der Community, die auch momentan mit zuschaut, wirklich zu zeigen, jetzt geht es los. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Neumann. In der Fraktionsrunde AfD-Fraktion. Kein Redebedarf. Fraktion Die Linke, Frau Apel, bitte. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen. Ich möchte mit einer Geschichte aus meinem eigenen Leben beginnen. Eine gewisse Zeit lang lebte ich in damals hieß es Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, in einem der Hochhäuser in der Straße der Nation. Und als Kind erlebte ich, wie ein Raum, der dort allen Menschen in diesem Aufgang, es waren 8 Stockwerke, je 3 Wohnungen, also 24 Mietparteien, wie ein gemeinsamer Raum im Erdgeschoss allen zur Verfügung stand. Und dadurch, dass er zur Verfügung stand, hatten wir ganz viele Veranstaltungen als Kinder. Die eine Mutter bot ein Backen an. Mein Vater bot Schauspielern an.
Andere boten wieder etwas anderes an, welche nutzten es zur Familienfeier, zum Kindergeburtstag und so weiter. Ich habe damals eine sehr schöne Kindheit in diesem Hochhaus erlebt, wie man es vielleicht gar nicht denken würde. Dieser Raum hat uns Möglichkeiten gegeben, die ich so später in den anderen Wohnquartieren, mit denen ich in meinen Eltern mitzog, weil sie eben im Künstlerinnenberuf waren, nicht wieder erleben konnte. Und genauso erhoffen wir uns von den Kultur- und Nachbarschaftszentren einen solchen Effekt für soziale Belange, für Kulturbelange. Und jedes dieser Stadtteilzentren sozusagen für Kultur und Nachbarschaft wird einen anderen Charakter haben. Wir haben jetzt hier, es ist übrigens ganz furchtbar laut, könnten Sie vielleicht mal ein bisschen leiser reden? Eigentlich ist das nicht meine Aufgabe, Herr Sittel. Wenn Sie mit dem Brüllen fertig sind, brülle ich für Sie weiter. Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, dass wir uns der Sitzung etwas zuwenden. Und sehr geehrter Herr Braun, Frau Dr. Schöps, nichts gegen Ihr Gespräch, aber vor der Tür geht's auf. Frau Appel, bitte. Die Kultur- und Nachbarschaftszentren sollten eine Möglichkeit bieten, eben für diese Nachbarschaft. Wir haben das von der Vorrednerin von Konglomerat e.V., Frau Neumann, gehört. Deswegen können wir auch heute noch nicht genau sagen, was für einen Charakter haben sie. Natürlich wird es in Cotta einen anderen Charakter geben als im Club Passage. Es wird ganz anders in Striesen im Pentagon ablaufen als vielleicht im Prohlisser Bürgerhaus. Das hängt eben von der Nachbarschaft ab. Deswegen finden wir es ganz wichtig, dass wir endlich dort einen Schritt weitermachen. Der dringende Bedarf, der Wunsch danach, haben wir jetzt gerade mitgeteilt bekommen. Und die Fraktion der Linke möchte gern den Kulturausschluss als Grundlage für die Beschlussfassung nehmen. Und wir finden das, was die SPD noch mal gern ergänzen möchte, indem sie noch mal ganz klar formulieren, dass die Tschonermühle eben auch noch mit Ihnen gesprochen wird, aber eben nicht als Nachbarschaftszentrum. Denn sie haben diese Nachbarn nicht. Aber im Kulturausschuss haben wir uns darüber verständigt, dass wir über alle Fraktionen hinweg es wichtig finden, dass das ein Ort der kulturellen Bildung bleibt, im Handwerk des Malens zum Beispiel, und dass weiter mit den Betreibern auch die Kulturverwaltung im Gespräch bleibt. Also, die Linke möchte gern den Kulturausschussbeschluss hier zur Abstimmung, und die Ergänzung mit der SPD, von der SPD tragen wir mit. Danke. Vielen Dank für die SPD-Fraktion. Herr Dreves, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, die SPD-Fraktion wird das federführende Ausschussvotum des Kulturausschusses bei dieser Vorlage ablehnen. Stattdessen beantrage ich im Namen meiner Fraktion, dass wir auf der Grundlage abstimmen, die der Sozialausschuss beschlossen hat. Und auf diese Grundlage bezieht sich auch unser Ergänzungsantrag, der heute nochmal ausgereicht worden ist, der eine Formulierung aus dem Kulturausschuss tatsächlich aufnimmt, aber eben gern auf Grundlage des Sozialausschusses oder in die Beschlussempfehlung des Sozialausschusses ergänzen möchte. In dem Ergänzungsantrag ist uns ein kleiner Fehler passiert. Das muss natürlich heißen, dass ein Beschlusspunkt 4 ergänzt wird, weil ein Punkt 3 gibt es schon. Aber wir wollen den Punkt sozusagen neu hinten dran beschließen. Verstehen Sie mich nicht falsch, die Kultur- und Nachbarschaftszentren sind eine gute und richtige Idee, und ich glaube, wir brauchen sie auch wirklich für eine ordentliche Gemeinwesenarbeit in unserer Stadt. Allerdings muss man zum heutigen Debattenstand auch festhalten, dass der Prozess, mit dem wir sie jetzt auf die Spur bringen wollen, tatsächlich bisher komplett verkorkst gelaufen ist. Erster Punkt: Es ist bis heute nicht gelungen, meine Definition dafür festzulegen, was die Kultur- und Nachbarschaftszentren eigentlich sein sollen. Da versteht der Geschäftsbereich Kultur was anderes drunter als der Geschäftsbereich Soziales, und das Jugendamt hat im Zweifelsfall noch eine dritte Meinung. Und die Dresdner Stadtverwaltung ist nicht in der Lage, mit einer Stimme zu sprechen und mal für sich selber eine gemeinsame Definition zu finden, was eigentlich diese Kultur- und Nachbarschaftszentren sein sollen. Der zweite Punkt ist, wir haben nach wie vor meine Damen und Herren, ich würde
auch die eben noch nicht namentlich genannten Mitglieder des Stadtrates bitten, Gespräche, die den Sitzungsverlauf stören, nicht am Platz, sondern jedenfalls draußen zu führen und sich dann auch hinzusetzen. Vielen Dank, Herr Sittel. Der zweite Punkt, warum der ganze Prozess bisher völlig verkorkst läuft, ist, dass wir nach wie vor keine ordentliche Finanzierungsgrundlage für die Kulturnachbarschaftszentren haben. Wir haben im letzten Haushaltsbeschluss 500.000 Euro eingestellt, mit denen wir jetzt starten wollen. Und wir haben einen Auftrag erteilt, dass sich die Stadtverwaltung darüber Gedanken machen soll, wie eine langfristige Finanzierung passieren soll. Aber eine Förderrichtlinie oder Ähnliches haben wir bisher noch nicht gesehen. Und der dritte Punkt, der im Prozess im Moment gerade schiefläuft, ist die ganze Frage von Standorten und Prioritäten. Wir haben als Stadtrat eine Strukturanalyse beauftragt und auch vorgelegt bekommen, wo sozusagen deutlich wird, wo sind die weißen Flecken. Und wir haben gesagt, wir wollen dort anfangen, wo die weißen Flecken sind, wo es am dringendsten gebraucht wird. Aber das, was uns jetzt hier mit der Vorlage vorgeschlagen wurde, waren 6 Standorte, wo einfach die Häuser zur Verfügung standen, aber die Prioritätenliste und den tatsächlichen Bedarf nicht berücksichtigt. Darf ich bitte Sie auch bitten, dass Sie die Gespräche einstellen. Bitte, Herr Drees. Danke. Das alles sind die Baustellen, mit denen wir gerade eben bei den Kultur- und Nachbarschaftszentren noch zu kämpfen haben. Nichtsdestotrotz ist es richtig, jetzt einen ersten Schritt zu gehen und jetzt die ersten an den Start zu bringen, aber eben auch noch mal mit einer Skizze, wie der Prozess ablaufen sollte. Und genau das haben wir mit dem Ersetzungsantrag im Sozialausschuss gemacht. Und mit diesem Beschluss aus dem Sozialausschuss haben wir den ganzen Prozess auch ein Stück weit vom Kopf auf die Füße wiedergestellt. Mit Blick auf die konkreten Standorte müssen wir, glaube ich, auch differenzieren. Das neue Volkshaus Cotta hat ein super Konzept vorgelegt, da ist der Planungsprozess schon weit und ich glaube, da sollten wir jetzt tatsächlich den Startschuss geben und damit beginnen und das auch freigeben. Genau das hat der Sozialausschuss auch beschlossen. Mit Blick auf die Standorte Striesen-Pentagon, der chinesische Pavillon und das Bürgerhaus in Prohles finden wir auch richtig und gut, dass dort Kultur- und Nachbarschaftszentren entstehen sollen. Da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf an der einen oder anderen Stelle bei den Konzepten, die bisher ausgearbeitet sind. Und deswegen wollen wir mit dem Beschluss, den der Sozialausschuss gefasst hat, sagen, ja, wir bekennen uns dazu, dass diese Standorte Kultur- und Nachbarschaftszentren werden, aber legt uns bitte noch mal ein Konzept vor, das tatsächlich den Rahmenbedingungen oder zu den Rahmenbedingungen passt, was Kultur- und Nachbarschaftszentren sein sollen. Und hinten runter würden an dieser Stelle erstmal der Club Passage und die Tschoner Mühle fallen. Aber ich finde, das kann man auch gut begründen. Zum einen ist bei beiden die konzeptionelle Grundlage wirklich noch dünner als bei den anderen 4. Und zum zweiten, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir haben im Haushalt aktuell 500.000 Euro eingestellt. Wenn wir das ernst nehmen, was wir als Stadtrat selber mal beschlossen haben, wie so ein Kultur- und Nachbarschaftszentrum aussehen soll, dass das Personal haben soll, dass da Miete bezahlt werden muss, dass da Sachmittel zur Verfügung gestellt werden müssen, dann müssen wir uns auch ehrlich machen und sagen, in dem ersten Schritt mit 500.000 können wir 4 vielleicht finanzieren, aber wir können sicherlich nicht 6 auskömmlich finanzieren. Und der letzte Grund, warum aus unserer Sicht die beiden genannten, also Club Passage und Tschoner Mühle, jetzt noch nicht an den Start gehen sollten, ist, dass wir als Stadtrat mal gesagt haben, wir wollen pro Stadtbezirk ein so ein Kultur- und Nachbarschaftszentrum. Jetzt starten wir in Cotta mit 2 bis 3, wenn wir diese Vorlage beschließen. Und in der Südvorstadt kommt gar keins, obwohl die Südvorstadt der Stadtteil war, wo die Strukturanalyse ergeben hat, dass dort der Bedarf am größten ist. Das ist den Menschen in der Südvorstadt doch nicht zu vermitteln, dass wir ihnen keins geben, aber Cotta kriegt 3. Und das sind die Gründe, die uns dazu getrieben haben, hier zu beantragen, auf Grundlage des Sozialausschusses abzustimmen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dafür Ihre Unterstützung bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Drees. In der Fraktionsrunde FDP, Herr Bedarf, Dissidenten? Dann frei doch Herr Schmählich. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, ich kann weitestgehend das, was der Kollege Drees hier gerade formuliert hat, unterstützen. Genau das war immer unsere Idee, damit umzugehen. Als wir im Stadtrat diesen Beschluss gefasst haben, der Kultur- und Nachbarschaftszentren, da hatten wir schon im Auge nicht die Stadtbezirke, sondern wir hatten die Sozialräume im Auge gehabt. Wir haben uns angeguckt, was ist in den Stadtteilen denn auch an Sozialräumen vorhanden, wo gibt es gesellschaftliches Engagement, wo gibt es bürgerschaftliches Engagement, wo fehlen Räume, wo sind Räume vorhanden, die eventuell anders und erweitert genutzt werden können.
Das waren die Überlegungen. Und dann begann das ganze Thema in der Verwaltung ein interessantes Rotationsverfahren zu bekommen. Interessanterweise zwischen zwei Geschäftsbereiche, die auch noch von Bürgermeistern der gleichen Partei geführt werden. Und da habe ich den Eindruck, da wurde gar nicht mehr gesprochen, sondern da ging es nur darum, wer setzt sich durch. Ich sage es nochmal, wir haben 2018 die sukzessive Errichtung von Kultur- und Nachbarschaftszentren beschlossen. Und es ist nicht so zu interpretieren, dass vielleicht in dem einen oder anderen Fall irgendeine bestehende kulturelle Institution, wo man jetzt nicht genau wusste, wie man dort die Finanzierung weiterhin sichert, dann einfach zu einem solchen erklärt wird. Das Ganze hat natürlich seinen Hintergrund in dem, was auf das der Kollege Drews auch hinlänglich hingewiesen hat, dass es nämlich außer dem Beschluss nie eine inhaltliche Definition gegeben hat, eine Aufgabenstellung und damit auch für uns ein Raster möglich gewesen wäre, an dem wir selber diesen Begriff und unsere Zielstellungen formulieren. In der Zwischenzeit hat es den Versuch gegeben, einen Kompromiss zu formulieren. Dieser Kompromiss ist sehr breit getragen im Ausschuss für Soziales und Wohnen diskutiert und beschlossen worden. Parallel dazu oder etwas später tagte der Kulturausschuss. Und da meinte man im Grunde genommen doch wieder so die eigenen Ideen, obwohl vorher es auch zwischen den Fraktionen Gespräche und Verhandlungen gegeben hat, wieder durchsetzen zu müssen. Dafür, ehrlich gesagt, habe ich kein Verständnis. Es wäre eine große Chance gewesen, nach langen Diskussionen hier einen vernünftigen Kompromiss als klares Signal für diejenigen, zum Beispiel das Volkshaus Kotter mit einem fertigen Konzept und denjenigen, die bisher noch nicht ganz so weit sind, ein klares Signal zu geben, macht da bitte weiter und wir stellen uns hinter euch. Jetzt im Grunde genommen hat der Kulturausschuss, und das sage ich in aller Deutlichkeit, eigentlich den Keil wieder in diesen Stadtrat getrieben und damit eigentlich der Sache einen Bärendienst erwiesen. Ich muss das so klar und deutlich formulieren. Wir als Dissidenten bekennen uns zu Kultur- und Nachbarschaftszentren, die den Sozialraum im Blick haben, die konkreten örtlichen Verhältnisse im Blick haben. Und dort im Grunde genommen sollen sie einen Beitrag zur Kommunikation und zur Erweiterung und zum Stabilisieren von Angeboten haben. Und deshalb ist es richtig, die Beschlussempfehlung des Sozialausschusses hier zur Abstimmung zu stellen. Ich plädiere dafür, dem Antrag der SPD zu folgen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schmählich. Für die Freien Wähler, Frau Dagen, bitte. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Stadtratsbeschluss zur Kultur- und Nachbarschaftszentren bzw. der Auftrag zur Anfertigung einer Bedarfsanalyse ließ mein Herz erstmal vor Freude hüpfen, dies als Dresdnerin mit jahrzehntelanger Kulturveranstaltererfahrung und ein Haus für Kultur zu etablieren, das sage ich Ihnen, ist vor allem sozial, also Nachbarschaftsarbeit im vielfältigsten Sinne. Es gibt, Herr Drews, vielen Dank für Ihren realpolitischen Beitrag, aber wirklich eine Definition, die ist niedergeschrieben und ich würde sie gerne hier nochmal vortragen. Kultur- und Nachbarschaftszentren sind Räumlichkeiten, die unterschiedlichen Akteuren wie Vereinen und Initiativen für verschiedene, nicht nur für kulturelle Zwecke offenstehen sollen. Die Verwaltung wurde also beauftragt, eine Bedarfsermittlung durchzuführen, dies unter sozialräumlichen Parametern. Das beinhaltet Bevölkerungszahl, Bevölkerungsdichte, das auch mal zum Thema Nachbarschaft, Bevölkerungsstruktur unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen kulturellen und sozialen Infrastruktur. Stadträumliche Bezüge und Priorisierung der Bedarfe in den Stadtteilen. Und ich weise darauf hin, dass es hier darum geht, Bedarfe zu erkennen und nicht zu schaffen. Mit Prüfung, inwieweit ein Kultur- und Nachbarschaftszentrum gegebenenfalls in bereits vorhandenen städtischen Objekten realisiert werden können. Und dies nicht nur gerichtet an eine Zielgruppe, sondern Angebote für unterschiedliche im Sozialraum lebende Gruppen bereitzustellen. Das nennt man Konzept.
Es gab dazu Bürgerbeteiligung, es gab dazu Workshops, ich gab dazu Befragungen und es gibt einen Abschlussbericht der Bedarfsermittlung für die Kultur- und Nachbarschaftszentren in der Landeshauptstadt Dresden. Sie haben den alle vorliegen und auf Seite 48, ich weiß, das ist ganz hinten, aber da gibt es eine Zusammenfassung und ich zitiere mal, die kulminierenden sozialräumlichen Bedarfe in der Landeshauptstadt, die auch die Aufgabe der Einrichtung von Kultur- und Nachbarschaftszentren betreffen, sind in multiplen Priorisierungen für 9 Stadtteile festgestellt worden, die in 5 Stadtbezirken liegen. Bedarfsschwerpunkte liegen demnach in der Altstadt, in Cotta, in Striesen, in Gorbitz und in Prohlis. Weiterhin spricht man davon, dass in Prohlis und Gorbitz es sozialkulturelle Einrichtungen existieren, deren Ausbau in Prohlis seit langem verfolgt wird. Wir wissen das, der Palitschhof. Dann böte sich in Gorbitz der Club Passage ebenfalls an, bestehende Angebote zu ertüchtigen und durch Kooperation zu stärken. Leuben und Klotsche wurden nach den in den Bürgerforen geäußerten Bedarfen ebenfalls benannt. Meines Erachtens nach ist hier mal wirklich nichts verkorkst gelaufen. So ist es und ja, so war die Situation, mit der man hätte weiterarbeiten können, sollen, dürfen und müssen. Haben Sie die Auflistung von priorisierten Stadtteilen noch im Ohr? Haben Sie zugehört? Also Cotta, Striesen, Gorbitz, Prohlis, Leuben, Klotsche. Und haben Sie vielleicht einen Stadtteil nicht gehört? Wir haben hier die Vorlage vom OB, wir haben einen interfraktionellen Ersetzungsantrag und wir haben hier noch einen eingeflogenen Ergänzungsantrag von der SPD-Fraktion. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, dies im interfraktionellen Ersetzungsantrag zu lesen, das Pentagon in Striesen, das Bürgerhaus in Prohlis und den chinesischen Pavillon. Und jetzt ergänze ich mal, in Loschwitz zu Kultur- und Nachbarschaftszentren zu entwickeln. Die ausgewählten Träger steht dort, erarbeiten gemeinsam mit der Zivilgesellschaft ein Konzept. Für die Einrichtung weiterer Kultur- und Nachbarschaftszentren ist eine Priorisierung aufzustellen. So, und jetzt frage ich mich, erfinden wir das Rad jetzt einfach nochmal neu? Gehen wir also wieder in die teure Ermittlung, gehen wir wieder in die teure Analyse, wieder in die Priorisierung und bitte schön, warum eigentlich? Haben die beteiligten Fraktionen dieses interfraktionellen Antrages hier vielleicht nicht das Ergebnis bekommen, was sie präferiert haben? Das ist natürlich nur eine Vermutung. Aber Loschwitz, ich bitte Sie, ich erinnere an die Zielstellung der Bedarfsanalyse. Und nun ist es immer auch interessant, sich die Stellungnahmen der jeweiligen Beauftragten anzuschauen. Ich weiß, die sind dann noch weiter hinten. Ich zitiere deshalb Stellungnahme der Kinder- und Jugendbeauftragten. Sie sagt, auch die Auswahl des chinesischen Pavillons ist für mich nicht nachvollziehbar. An dieser Stelle sollte zunächst ein stimmiges Konzept erarbeitet werden, bevor finanzielle Mittel in ein privates Gebäude investiert werden. In diesem Konzept muss grundlegend dargestellt werden, ob bzw. wie der Spagat zwischen einem Kultur- und Nachbarschaftszentrum und eines laut Website über die Landesgrenzen hinaus wirkenden Asienzentrums für Fachwissenschaftler, China-Interessierte und in Deutschland lebende Chinesen praktisch funktionieren soll. Unser Ersetzungsantrag, Sie haben den alle vorliegen, geht nun wieder auf die tatsächliche und ursprünglich ermittelten Bedarfe zurück und umfasst damit die Standorte in Cotta, Striesen, Prohlis, Gorbitz und die Tschoner Mühle. Die Hebung in den Stadtrat sollte vor allem eins offensichtlich machen. Wir Freien Wähler stehen für Transparenz, für Bürgerbeteiligung, gegen Lobbyismus und Klientelpolitik und für diejenigen, die hier sächsisch unter uns sprechen, gegen das ganze Gemauschel in beschließenden Ausschüssen und für die Durchsetzung von vernünftigen Beschlüssen, die einem solidarischen Gemeinwesen dienen. Bitte stimmen Sie unserem Ersetzungsantrag zu. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde CDU-Fraktion, Herr Göhler, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, nun bin ich vielleicht nicht gerade der kulturpolitische Sprecher unserer Fraktion, aber ich komme aus einem ganz speziellen Anlass zu Ihnen oder darf zu Ihnen sprechen, nämlich der Tschoner Mühle. Ich habe mich gefreut, dass die Kultur- und Nachbarschaftszentren auf dem Weg sind und dass es daraus eine Analyse gab. Und die Analyse hat ganz klar gesagt, im Raum Omsewitz, Cotta, Gorbitz fehlt es an solchen Sachen. Darauf habe ich damals gleich reagiert und habe gesagt, Mensch,
In diesem Gebiet gibt es eine gewachsene Struktur des Kultur- und Nachbarschaftszentrums, nämlich die Tschoner Mühle. Und deswegen finde ich richtig, dass von diesen 6 Objekten auch 3 im Dresdner Westen, nämlich in diesem unterversorgten Bereich sind. Frau Abel, in Karl-Marx-Stadt, in dem 24-geschossigen Hochhaus im Keller, 8-stöckig mit 24 Parteien, so rum, da mag das Kultur- und Nachbarschaftszentrum im Keller sein. Wir wohnen im Dresdner Westen, in einem sehr ländlich geprägten Teil unserer Stadt. Da ist nicht unbedingt ein Nachbar, den ich im Flur erreiche. Das funktioniert dort nicht. Ich muss zu meinem Nachbarn mit dem Fahrrad fahren. Ich muss zu meinem Nachbarn mit dem Auto fahren, weil der ÖPNV bei uns im Dresdner Westen auch schlecht ist. Also Nachbarn hat die Tschoner Mühle mehr als genug. Ein Einzugsgebiet hat die Tschoner Mühle groß. Das geht bis Priesnitz runter, der Tschoner Grund. Ich lade Sie herzlich ein. Sie können gerne mit mir dort spazieren gehen. Also von der Seite her, die Tschoner Mühle seit 450 Jahren im Dresdner Westen engagiert und seit 100 Jahren als Ausflugslokal. Heute Schulveranstaltung, das Mühlenmuseum, der Heimatverein tagt oder dort ist schon Leben. Nun ist aber natürlich wie immer im Leben, der Pächter will in die Rente gehen und dort würde ein solches bereits vorhandenes Kultur- und Nachbarschaftszentrum aussterben. Und genau deswegen ist diese Tschoner Mühle hier reingekommen, dass wir das verhindern. Bestehende Strukturen nie unterbrechen, sondern Konzepte und Lösungen suchen, um diese Tschoner Mühle im Dresdner Westen als Kultur- und Nachbarschaftszentrum zu erhalten. Unterstützen Sie dies. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Göhner. Nächstes Frau Filos-Jene. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Drews hat jetzt vorher gesagt, er verübelt es der Verwaltung, dass sie sich nicht darauf einigen konnte, wie wir eigentlich Kultur- und Nachbarschaftszentren definieren. Ich glaube, die Debatte bisher hat gezeigt, und da bin ich ganz offen, ich bin da ein Teil der Debatte, dass ganz offenkundig da sehr unterschiedliche Vorstellungen im Raum sind. Und für die einen ist es mehr Kultur und für die andere mehr Nachbarschaft. Und für mich ist es eigentlich wirklich Kultur und Nachbarschaft. Und Herr Schmählich, als er noch Teil meiner Fraktion war, hat er damals in der Debatte immer gesagt, und das finde ich nach wie vor den richtigen Ausdruck. Wir brauchen hier Nachbarschaftszentren, bei denen wir im Prinzip dieses nachbarschaftliche und kulturelle Leben ermöglichen. Das heißt, was ich nicht will und was ich würde da nicht so weit gehen, auf gar keinen Fall wie Herr Drews, und die ursprüngliche Vorlage komplett zerpflücken. Aber ich will eigentlich nicht, dass wir auf dem Reißbrett im Prinzip Dinge vorkonstruieren und sagen, so soll es sein, da soll es sein, sondern wir gucken einfach, wo ist das möglich. Und da bin ich jetzt natürlich auch beim chinesischen Pavillon. Ja, also das eine ist, man könnte natürlich sagen, warum braucht der weiße Hirsch sowas, wenn andere Flecken noch weiß sind. Wir haben damals, als es darum ging, dass wir uns um die Kulturhauptstadt bewerben, gab es Bürgerbeteiligung, Bürgerwerkstätten, und da war es für mich auch selber ganz interessant, dass es A, in dem bevölkerungsreichsten Stadtteil Striesen überhaupt keine Möglichkeit eigentlich gibt, also irgendein Haus, wo sich Bürgerinnen und Bürger treffen können, wo Vereine einfach reingehen können, wo die Bürgerschaft auch mal spontan irgendwie sich trifft. Meine Damen und Herren, wir reden ja über sowas wie Kultur. Können wir nicht ein kleines Kulturzentrum hier
machen, indem wir der Rednerin da zuhören. Da kann man sehen, wie der Wert des Ganzen ist. Das ist für mich schon immer sehr interessant. Und damals hat man auch festgestellt, dass zum Beispiel oben im Komplett Bühlau, Weißer Hirsch, es auch gar keine Möglichkeit gibt, sich zu treffen. Der chinesische Pavillon, deswegen ist diese Stellungnahme, die da drin ist, die bezieht sich ja noch auf das frühere Konzept. Der ist ja seit einiger Zeit, gibt es eine neue Vereinsführung und auch ein ganz anderes Konzept, die wirklich ganz dezidiert auf ein Nachbarschaftszentrum gehen. Da war zum Beispiel vorletzten Samstag ganz spontan dann auch über einen Verschönerungsverein organisiert ein Treffen von Familien, die Ukrainer und Ukrainerinnen bei sich zu Hause haben. Da haben sich die ukrainischen Familien vernetzt und die Familien, die welche bei sich haben, das wurde da einfach ermöglicht. So, und jetzt sage ich mal, die Vorlage, so wie sie war, die erschien auch meiner Fraktion als optimierungsbedürftig. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und haben einen Setzungsantrag geschrieben. Nun muss ich an Herrn Drews und Herrn Schmählich sagen, jetzt machen wir mal den Praxistest. Warum haben wir denn, oder ich mich auch dafür eingesetzt, dass wir den im Kulturausschuss noch optimiert haben? Sie haben jetzt ja selbst die Joner Mühle noch in diesem einen Satz mit drin. Der ist ja jetzt im Kulturausschussbericht von alleine drin. Dort müsste er jetzt noch ergänzt werden im Sozialausschuss, was ich dann sehr begrüßen würde. Weil, warum haben wir es gemacht? Weil für den Ursprungsersetzungsantrag keine Mehrheit da war im Kulturausschuss. Und jetzt können wir, und das werden wir ja heute wieder machen, und da sage ich ganz offen und transparent, dass meine Fraktion, weil wir ja an dem Ersetzungsantrag sehr intensiv mitgearbeitet haben, zunächst zustimmen werden, dass der Sozialausschussbericht Grundlage ist, vorausgesetzt mit der Ergänzung Turner Mühle. Wenn das keine Mehrheit kriegt, dann kommt der federführende Ausschussbericht zur Abstimmung und dem werden wir selbstverständlich auch zustimmen, weil für uns ist es ganz wichtig, dass es jetzt losgeht. Das haben wir gerade bei der Rednerin auch fürs Volkshaus Kotta gesagt. Und ich finde, wir brauchen, die Kulturnachbarschaftszentren können sehr unterschiedlich aussehen in den einzelnen Stadtteilen, wo sie dann erstmal etabliert werden. Wir haben ja eine klare Priorität jetzt. Wir haben das Volkshaus Kotta als erstes. Wir haben andere gemeinsam benannt, mit denen es jetzt losgeht. Und dann kriegen wir noch eine weitere Prioritätenliste. Und da muss ich den gesamten Stadtrat angucken, natürlich brauchen wir dann auch eine weitere Finanzierung. Die fallen ja nicht vom Himmel. Kommen Sie bitte deswegen, zum Schluss. Ich komme jetzt zum Schluss und möchte nur sagen, für mich ist es ganz zentral, dass wir das auf den Weg kriegen und dafür werbe ich jetzt ausdrücklich. Und ich sage, persönlich ist es mir dann egal, in welcher Fassung plus der Ergänzung. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe zwei Wortmeldungen, Herr Lichti und Herr Drews. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich mache jetzt mal ein Wagnis und tue mich mal zu einem Thema melden, was ganz bestimmt nicht in meinen Fachbereich fällt. Aber weil es Christiane Filiusene jetzt erwähnt hat, ich erinnere mich sehr wohl an die Diskussion, die Michael Schmählich und ich damals noch in der Grünen Fraktion geführt haben. Und deswegen möchte ich dazu auch was sagen. Ich erinnere mich auch, dass es mal, ich glaube, vor der Kommunalwahl 2019 mal einen rot-grün-roten Sozialkongress gegeben hat, wo man dieses Thema besprochen hat. Und ich habe das damals so verstanden, dass es darum ging, in den Stadtteilzentren, die eben nicht identisch sind mit den Stadtbezirken, eine sozialräumliche Orientierung hinzubekommen. Was heißt sozialräumliche Orientierung? Vielleicht ist ganz hilfreich, dass einer, der nicht vom Fach ist, mal sagt, was er darunter versteht. Vielleicht bin ich auch völlig falsch gewickelt. Ich verstehe darunter, dass es gemeinsame Unterstützungs- und Beratungsangebote, Hilfeleistungsangebote gibt, die eben nicht mehr versäult sind nach dem Thema
diese Gruppe will ich jetzt unterstützen, diese Gruppe muss ich unterstützen, diese Gruppe muss ich unterstützen, die jetzt im Grunde eigentlich zentral organisiert werden mit irgendwelchen Dependancen dann durchaus in den Stadtbezirken, sondern dass man mal versucht, die gesamten sozialräumlichen Unterstützungsleistungen für alle Bedarfsgruppen in einem Haus zu denken und eben auf einen überschaubaren Stadtteil zu projizieren und damit aber auch Synergieeffekte zu erzielen. Und natürlich das auch zu verbinden mit einem Gemeinwesenansatz. Und natürlich auch die kulturelle Bildung, die kulturellen Möglichkeiten, die Entfaltungsmöglichkeiten, wie es Anja Abe so schön beschrieben hat, natürlich mitzudenken. Was wir jetzt hier erleben in dieser Debatte, und da hat Vincent Reves total recht, diese Debatte geht in eine völlig andere Richtung. Ich sage es ganz klar, für mich scheint es, hier haben sich die Kulturpolitiker diese große Idee, dieses wirklich dicke Brett für Dresden, geklaut, um damit ihre Spezialinteressen abfinanzieren zu können. Und dann sage ich mal, das war nicht im Sinne des Erfinders und hier wird eine große Chance vergeben. Deswegen, das möchte ich hier auch sagen, deswegen stehe ich hier oben. Was wir jetzt hier erleben, der Herr Mirko Göhler, klar, Jona Mühle finde ich klasse, ist auch toll. Super, ja, Christiane Filiusjene, natürlich muss für den chinesischen Pavillon kämpfen, ganz klar, alles auch ganz toll. Also wir sind hier bei Wahlkreisegoismen angekommen, bei der großen Idee, tatsächlich mal die Sozialpolitik in Dresden anders aufzustellen, modern aufzustellen, nicht zentralistisch zu denken, nicht paternalistisch von oben nach unten zu denken. Das wird hier vergeben. Und wie es Michael Schmelig zu Recht gesagt hat, wenn es eine Verhandlung gegeben hat zwischen den Fraktionen, die sich bemüht hat, den Zug irgendwie auf dem richtigen Gleis zu halten, einen Kompromiss zu bilden. Und dann kommen die Kulturleute und beschließen mal was anderes. Liebe Leute, so geht's nicht. So geht's nicht. Ihr könnt nicht einfach hier durchzocken nach euren kulturellen Privatinteressen. Das könnt ihr gerne machen. Aber das entspricht nicht dem großen Ziel und der großen Idee, die wir hier mal verfolgen wollten. Deswegen kann ich nur dringend bitten, stimmen Sie dem Kompromissvorschlag, wie es der Sozialausschuss breit vorgelegt hat, stimmen Sie dem bitte zu. Danke. Vielen Dank. Die Rednerliste hat sich wieder etwas verlängert. Ich habe Herrn Drews, Frau Baku, Frau Klepsch würde für die Verwaltung etwas sagen und dann Frau Dagen habe ich gesehen. Herr Drews, bitte. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zu zwei, drei Sachen, die jetzt in der Debatte gekommen sind, gerne noch mal Stellung beziehen. Das eine ist noch mal Jona Mühle. Da bin ich ja durchaus dabei, zu sagen, ja, dort den Prozess sozusagen zu moderieren, wie es dort weitergeht und dafür zu sorgen, dass dort etwas weitergeht, da sind wir völlig dabei. Deswegen haben wir den Ergänzungsantrag ja auch geschrieben, ob das wirklich Kultur- und Nachbarschaftszentrum ist und heißen sollte oder nicht vielleicht doch noch mal was anderes ist. Darüber muss man, glaube ich, in den Gesprächen reden. Ich bin mit Blick auf das Konzept Kultur- und Nachbarschaftszentren bei der Jona Mühle zugegeben auch skeptisch, aber dass dort Gespräche geführt werden sollen und dass es dort weitergehen soll, da sind wir dabei. Deswegen, das ist ja auch die sinnvolle Ergänzung, die es aus dem Kulturausschuss gab. Mit Blick auf das Thema Club Passage und Gorbitz möchte ich auch eine Sache noch mal klarstellen. Natürlich kann der ein Kultur-Nachbarschaftszentrum werden, perspektivisch, aber aus unserer Sicht eben nie in der ersten Runde. So, er kann nie als zweiter Standort im Stadtbezirk Gorbitz im Stadtbezirk Cotta als zweiter Standort ein Kultur-Nachbarschaftszentrum sein, bevor wir nicht die Frage der Südvorstadt und der Altstadt geklärt haben, die in der Prioritätenanalyse viel, viel weiter oben waren beim Bedarf. Das ist unser Punkt. Lassen Sie uns das doch richtig rum angehen und sagen, okay, wir versorgen wirklich in einem ersten Schritt die unterversorgten Stadtteile. Und wenn wir dann darüber hinaus sagen, wir brauchen in manchen Stadtbezirken mehr als ein Zentrum, dann können wir das gerne machen. Dann können wir auch den Club Passage machen. Aber wie gesagt, die Reihenfolge ist aus unserer Sicht nicht die sinnvolle, jetzt in der ersten Runde für Cotta Zweier zu beschließen, obwohl wir für andere, die es auch ganz dringend brauchen, gar keins beschließen. Und einen dritten Punkt hat ja der Kulturausschuss gegenüber dem Sozialausschuss Votum nochmal verändert. Auf den möchte ich auch nochmal ein kurzes Augenmerk legen.
Das ist die Finanzanlage, die in der Originalvorlage drin war, wo sozusagen die finanzielle Untersetzung für alle 6 Standorte drinstehen. Und wenn wir aber sagen, wir wollen Prioritäten setzen und die 500.000 Euro, die wir im Haushalt haben, die reichen nicht für 6 Stück, dann macht es keinen Sinn, die Originalfinanzanlage aus der Originalvorlage für 6 Standorte wieder in den Beschluss reinzunehmen. Deswegen diskutieren wir doch eine Priorisierung und deswegen diskutieren wir doch, wofür geben wir das Geld aus. Wenn wir am Ende, wie der Kulturausschuss es getan hat, ohnehin die Finanzanlage für alle 6 Standorte wieder mit rein beschließen, da geht man die Kohle auch aus. Ganz egal, was wir vorher beschlossen haben und wie wir uns das eigentlich vorstellen. Deswegen halten wir das nicht für sinnvoll. Und ich möchte auch noch mal für sensibilisieren, wir haben 500.000 Euro in den Haushalt eingestellt und sagen, völlig zu Recht, bevor Kultur- und Nachbarschaftszentren die ersten an den Start gehen können, da muss es konzeptionelle Überlegungen geben, die sollen die Bürgerschaft mit einbeziehen und die Vereine, das kostet Geld, ja, das wollen wir finanzieren für die 4 Standorte, wo wir sozusagen die Standorte für die richtigen und sinnvollen halten. Dann stehen da noch Investitionskosten drin, um die Räumlichkeiten tatsächlich dafür bereit zu machen, damit das Kultur- und Nachbarschaftszentren werden können, auch völlig richtig. Und dann wollen wir aber auch noch mit dem Betrieb dieses Jahr starten an der einen oder anderen Stelle. Da sagen wir, dafür reichen 500.000 Euro nicht aus. Und wenn wir was anderes beschließen, müssten wir eigentlich auch so ehrlich sein und sagen, wir beschließen auch mehr Geld und auch sagen, wo es herkommt. Das ist nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist, wir nehmen die 500.000 und wir finanzieren das, was damit machbar ist. Und das sind aus unserer Sicht die 4, die im Sozialausschussbeschlusslage drin sind und die auch gut konzeptionell in der Vorlage ja nochmal unterlegt sind. Dafür würde ich einfach gerne nochmal sensibilisieren. Es geht nicht darum, einzelne Stadtteile rauszukicken oder einen konkreten Träger rauszukicken oder ein bestimmtes Gebäude nicht zu haben, sondern jetzt das machen, was realistisch ist und in der richtigen Reihenfolge. Das ist unser Ziel und dafür würde ich gerne an dieser Stelle einfach nochmal werben. Vielen Dank. Frau Barkow, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Kollegen von der SPD und von den Dissidenten, ich möchte hier noch mal einmal was klarstellen. Die Beschlüsse im Sozialausschuss und im Kulturausschuss sind zu 95% identisch und basieren auf der Zusammenarbeit. Vincent Reefs, du hast hier einen Großteil geleistet, diesen Änderungsantrag zu schreiben. Aus einer großen Runde, in der das besprochen und verhandelt wurde. Der wesentliche Unterschied im Sozialausschuss ist, dass dort der Fokus tatsächlich auf 4 Räume gelegt wird, im Kulturausschuss auf, naja, sagen wir mal 5,5. Immer mit dabei ist das Pentagon in Striesen, immer mit dabei ist das Bürgerhaus Prohles, immer mit dabei ist der chinesische Pavillon und sowieso das Volkshaus Kotter als dasjenige, was tatsächlich jetzt loslegen soll und mit diesem Beschluss auch direkt an den Start gehen soll. Und die Frage, also der halbe ist quasi die Tschoner Mühle, weil dort wurde im Kulturausschuss ein Satz mit aufgenommen, dass vertiefte Gespräche geführt werden sollen. Okay, kann man machen. Nicht enthalten ist das im Sozialausschuss, Votum. Und die Frage war, was machen wir mit dem Clubhaus Passage? Nehmen wir die Passage mit auf oder tun wir es nicht? Es geht ja nicht darum, dass die Passage zugemacht wird, sondern die Frage, was passiert an diesem Ort? Wird das, was aktuell in der Passage stattfindet, auch so weiterhin stattfinden oder wird eine andere Richtung eingeschlagen, nämlich Richtung Entwicklung zum Kultur- und Nachbarschaftszentrum? Das ist sozusagen die Frage, die hier der wesentliche Unterschied ist zwischen diesen beiden Beschlussempfehlungen der beiden Ausschüsse, die jeweils auch eine Mehrheit gefunden haben. Und der zentrale Punkt ist doch, dass wir hier konkrete Objekte haben, auch eine zumindest Anschubfinanzierung haben und explizit im Beschluss hier aufgenommen haben, dass die Träger in Prohles, in Striesen, im Pentagon, genauso wie aber auch im chinesischen Pavillon, gemeinsam mit der Nachbarschaft dort die Konzepte entwickeln sollen, dass nämlich genau das passiert, dass die Leute, die vor Ort sind, sagen, was braucht es hier, was wollen wir hier machen, dass die sich einbringen, dass nämlich am Ende die Häuser so funktionieren, wie vor Ort der Bedarf ist. Und das ist jetzt hier das wesentliche Ziel. Und ich finde die Diskussion ganz merkwürdig, weil eigentlich dieses wesentliche Ziel ist auch in beiden Ausschüssen so mehrheitlich beschlossen worden. Die Frage ist lediglich, wie halten wir es mit der Passage, nehmen wir es mit rein
oder nicht. Da gibt es Argumente dafür, da gibt es Argumente dagegen. Es wird ja weiterhin dort auch was stattfinden. Die Frage ist nur, eine neue Richtung oder die bestehende. Und ja, insgesamt denke ich, ist das, was hier in den Beschlussempfehlungen jeweils beider Ausschüsse genannt wurde, genau das, was mit den Kultur- und Nachbarschaftshäusern erreicht werden sollte. Das nämlich ein Träger vor Ort mit den Leuten vor Ort dort Konzepte entwickelt, was sie tun können, dass das sowohl kulturelle Aspekte mit sozialen Aspekten vereint und dass in jedem Stadtteil genau nach den Bedürfnissen und Begebenheiten, die vor Ort herrschen, abgestimmt wird. Und wir nicht hier ein Konzept entscheiden und dann kriegen das alle und sollen es umsetzen, sondern dass es eben genau so abgestimmt wird, wie es jeweils gebraucht wird. Denn nur das, und das hat auch die Sachverständigenanhörung gezeigt, denn nur das wird dann auch ein lebendiges Zentrum. Wenn nämlich die Leute vor Ort sich einbringen und teilhaben, dann ist das ein lebendiges Zentrum, also Stadtteilzentrum, Nachbarschaftszentrum, was ganz unterschiedlich aussehen kann am Ende. Wenn wir in 5 Jahren nochmal drauf gucken können, werden die ganzen Häuser sicherlich sehr unterschiedlich sein. Und ich hoffe, und ja, das wird dann unsere Aufgabe in den Haushaltsverhandlungen sein, dass es natürlich nicht hierbei bleibt. Das haben wir ja auch in dem Antrag, ist das so ja auch aufgenommen und in den Beschlussempfehlungen, sondern dass das hier ein Start ist mit Liegenschaften, die gerade auch möglich sind, mit denen gearbeitet werden kann und dass das dann aber noch fortgesetzt wird auf alle weiteren Stadtteile, die jetzt gerade noch kein solches Zentrum haben. Deswegen ja, ist es uns vor allen Dingen auch ganz besonders wichtig, dass hier heute ein Beschluss gefasst wird, dass das Volkshaus Kotter, was in beiden Beschlussempfehlungen an erster Stelle explizit herausgenommen ist, dass die jetzt sofort anfangen können, dass dann aber die weiteren Häuser, ob es jetzt 3 oder ob es 4 sind, nochmal das Konzept erarbeiten und das ja auch nochmal zum Beschluss vorgelegt werden soll. Also das ist das Ziel und das müssen wir doch heute auch unbedingt erreichen und auch mit den jetzt 500.000 Euro, die zur Verfügung stehen. Und ich verstehe tatsächlich nicht die Redebeiträge, die hier geleistet wurden, weil die gar nicht mit dem übereinstimmen, was hier auf dem Papier steht, was wir heute abzustimmen haben. Und die Unterschiede zwischen den beiden Ausschussvoten sind nicht so groß. Und das Wesentliche ist ja bei beiden genau das Gleiche, nämlich der wesentliche Beschluss, die Richtung und auch die Beschreibung, wie es weitergehen soll. Ja, das nochmal zur Klarstellung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Barkow. Frau Kollegin Klepsch, bitte. Genau, vielen Dank, Herr Erster Bürgermeister. Gestatten Sie mir noch mal ein paar grundsätzliche Anmerkungen zu dieser Vorlage. Meine Damen und Herren, der Stadtrat hatte vor vielen Monaten beschlossen, den Auftrag an die Verwaltung erteilt, zunächst eine Bedarfsanalyse für Kultur- und Nachbarschaftszentren vorzulegen. Und ich betone an der Stelle tatsächlich das Wort Kultur, auch in der Abgrenzung zu der Diskussion, die hier vereinzelt geführt wird. Diese Bedarfsanalyse lag Ihnen in einer früheren Vorlage vor und dort wurden einzelne Stadträume ermittelt, in denen ein Defizit besteht. Im Zuge der Kenntnisnahme dieser Bedarfsanalyse haben Sie uns als Verwaltung im Übrigen beauftragt, im Sommer 2021 auch die Tschoner Mühle mit aufzunehmen in den weiteren Prozess. Insofern findet die Tschoner Mühle hier Berücksichtigung. Des Weiteren haben wir aufgrund des auch durchaus nachvollziehbaren Klärungsbedarfs, was denn ein Kultur-Nachbarschaftszentrum ist, im März eine Anhörung durchgeführt mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und aus anderen Kultur- und Nachbarschaftszentren aus Hamburg, aus Leipzig und auch aus Dresden. Und wir konnten dort meines Erachtens feststellen, dass es eben keine abschließende Definition dieses Begriffes gibt, sondern dass es eben genau in der Natur der Sache liegt, aus den Bedarfen eines Stadtteils heraus, eines Gemeinwesens an einem bestimmten Standort dann auch ein Konzept zu entwickeln. Genau das schlagen wir Ihnen für die konkret benannten Standorte in der Vorlage vor. Und ich muss an der Stelle auch darauf hinweisen, das Geld, was zur Verfügung steht, steht eben, was Sie im letzten Haushalt beschlossen haben, von Trägern aufzubauen und auch auf vorhandene, geeignete Gebäude aufzubauen und nicht auf sozusagen bisher
komplett neue Liegenschaften zu setzen. Und am Beispiel Konglomerat sehen Sie ja schon, dort sprechen wir von einer städtischen Liegenschaft, dass auch diese erstmal nochmal ertüchtigt werden muss hinsichtlich Brandschutz, damit sie überhaupt nutzbar gemacht werden kann für diesen Zweck. Zum Thema Kotter, Gorbitz und Heppelstraße, Konglomerat, nochmal folgende Anmerkung. Der Ortsamtsbezirk Kotter ist aus unserer Sicht sehr groß, ein sehr weitläufiges Gebiet, das sich aus vielen Stadtteilen zusammensetzt, aus dem Neubaugebiet Gorbitz auf der einen Seite und aus dem Bereich Altkotter auf der anderen Seite. Und unser Interesse muss es doch sein, insbesondere für Menschen, die nicht besonders mobil sind, die, weil sie betagt sind, weil sie Senioren sind, weil sie gehbehindert sind, weil sie Familie mit kleinen Kindern sind, also fußläufig ein Kultur- und Nachbarschaftszentrum zu erreichen. Und insofern halten wir es eben für angemessen, sowohl an der Heppelstraße in Kotter, in Altkotter, als auch in Gorbitz einen solchen Standort zu entwickeln. Und was die Passage betrifft, will ich abschließend darauf hinweisen, diese ist ja vor rund 20 Jahren mal zum grundsätzlichen Erhalt an die Städtische Jugendkunstschule angegliedert worden. Wir haben dort im vergangenen Jahr auch nunmehr personell den Generationswechsel vollzogen und wir sehen dort aus der Verwaltung heraus ganz dringend einen Entwicklungsbedarf mit einem Stadtteilansatz hinein, um aber herauszufinden, was denn die Gorbitzerinnen und Gorbitzer benötigen im Stadtteil, schlagen wir Ihnen deshalb vor, auch hier nochmal mit der Bedarfsanalyse eine Bürgerbeteiligung durchzuführen und aus diesen Erkenntnissen heraus dann auch diesen Standort weiterzuentwickeln. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Dagen. Ja, vielen Dank, Frau Kletsch. Nochmal zur Ausführung zu der Chronologie der Ereignisse. Das scheint mir sehr wichtig zu sein, weil ich den Eindruck habe, dass hier die allerwenigsten die Vorlage, vor allen Dingen die Bedarfsanalyse, gelesen haben. Also all das hätte man nachlesen können. Herr Lichti, tausend Dank. Wer hätte das gedacht? Vielen Dank für Ihre sehr ehrlichen Worte hier. Eine Sache liegt mir allerdings wirklich auf dem Herzen und Sie sind ja aus der Fraktion der Dissidenten und es gab mal kurzzeitig im System auch einen Änderungsantrag, wo die Fraktion sehr prominent zum Beispiel den chinesischen Pavillon rausgestrichen hat. Der, wie gesagt, der hielt sich nicht lange. 14 Tage später gab es den interfraktionellen Ersetzungsantrag. Ich habe damals an Herrn Aschenbach die Frage gestellt, wie es zu diesem Sinneswandel kam. Muss er mir nicht beantworten, ist vielleicht auch zu persönlich. Ich liebe Fraktionen, wo es keinen Fraktionszwang gibt, aber das würde ich hier gerne noch mal sagen. Insofern war die Hebung doch notwendig, denn wenn ich mir die öffentlich geführte Debatte hier anschaue, gibt es doch erhebliche Unterschiede auch in der Bewertung. Plus die Frage, die ich stellen möchte, ob liegt es uns wirklich, und zwar augenscheinlich ohne Kenntnis dieser Bedarfsanalyse, hier einfach mal im freien Fall eine Priorisierung zu erstellen. Denn wie gesagt, diese Bedarfsanalyse hat einen sehr langen Vorlauf gehabt und ich möchte noch mal darauf hinweisen, ich halte diesen Vorgang und deswegen vielen Dank, Frau Kletsch, für überhaupt nicht verkorkst. Es ist wirklich ein richtig gutes Beispiel für Bürgerbeteiligung, für Workshops und für Ermittlungen von Bedarfen. Frau Kletsch, an Sie aber abschließend noch eine Frage, die müssen Sie mir jetzt hier nicht vor Ort beantworten, aber vielleicht hätte ich sie gerne schriftlich, ich würde sie dann auch gerne weiterverwenden. Was mich interessieren würde, wie gesagt, diese Bedarfsanalyse hat ja, glaube ich, auch eine Menge Geld gekostet. Insofern möchte ich auch, hier wird ja auch über Geld gesprochen, dies in unsere nicht ganz objektive Diskussion mit einbringen. Hier wird viel Geld ausgegeben, um etwas zu ermitteln und dann machen wir was vollkommen anderes. Also meine Fragestellung ganz konkret, wie viel hat diese Analyse gekostet in Bezug auch auf die vielen Veranstaltungen und Workshops, die stattgefunden haben. Ich habe im Übrigen an einem teilgenommen. Also insofern, das nächste Mal bitte ich einfach die Kollegen, sich ein bisschen besser vorzubereiten. Die Debatte ist wichtig. Frau Dagen, vielen Dank. Als Schlusswort der Verwaltung wird Frau Kletsch die gestellte Frage noch beantworten. Dann machen wir die beantragte Auszeit und treten dann ins Abstimmungsverfahren ein. Bitte. Also Frau Dagen, ich muss zugeben, ich kann Ihnen die genaue Summe nicht mehr sagen. Das war im zweistelligen Bereich. Und ich würde Ihnen das in der nächsten Sitzung des Kulturausschusses dann noch nachliefern. Dann machen wir eine... Im fünfstelligen Bereich, Entschuldigung. Eine kurze
Auszeit. So, meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, zur Abstimmung
im Tagesordnungspunkt 23 Platz zu nehmen. Frau Frohwieser, soll ich erst erklären, wie ich gedenke abzustimmen, oder haben Sie? Ich möchte noch einen Antrag zur Abstimmung stellen. Also einen Antrag zum Abstimmungsverfahren stellen. Dann können Sie den mit in Ihre Erklärung einbinden. Also, um es einfacher zu machen, ich möchte beantragen, wenn der Beschluss, der Antrag über die Beschlussfassung Sozialausschuss keine Mehrheit bekommt, wäre dann auf Kultur zurückfallen, den Kulturausschussbericht bitte punktweise abzustimmen. Okay, also das würden wir dann so berücksichtigen. Das bedeutet für den Abstimmungsgang, als erstes rufe ich den Ersetzungsantrag als weitergehenden Antrag Freie Wähler auf. Wenn dies keine Mehrheit bekommt, den Antrag der SPD-Fraktion auf Abstimmung des Sozialausschusses. Wenn wir geschäftsordnend beschlossen haben, über den Sozialausschussbericht abzustimmen, kommt dann als erstes die Abstimmung über den Ergänzungsantrag, dann gegebenenfalls die Abstimmung über den so ergänzten Fassungssozialausschuss, dann als nächstes der federführende Ausschuss, nämlich Kulturausschuss, und so wie gerade ergänzend beantragt, den dann punktweise. Okay, dann machen wir das so. Dann rufe ich als erstes den Ersetzungsantrag Freie Wähler auf und bitte um ein Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 13 Ja-Stimmen, 47 Nein-Stimmen ohne Enthaltung keine Mehrheit gefunden. Dann den geschäftsordnenden Antrag über den Ausschussbericht Sozialausschuss abzustimmen. Wer dies geschäftsordnend so beschließen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 23 Ja-Stimmen, 37 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen keine Mehrheit gefunden. Das heißt, es kommt jetzt nicht der Ergänzungsantrag zum Tragen, sondern der federführende Ausschussbericht des Kulturausschusses, der aus 3 Punkten besteht, die wir jetzt punktweise abstimmen. Dann darf ich aufrufen den Punkt 1 des federführenden Ausschussberichtes und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 61 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung eine Mehrheit gefunden. Ich rufe auf den Punkt 2 des federführenden Ausschussberichts und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 39 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen ebenfalls eine Mehrheit gefunden. Und ich rufe schließlich den Punkt 3 des federführenden Kulturausschussberichtes auf und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 58 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme bei 3 Enthaltungen ebenfalls eine Mehrheit gefunden. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 23 absolviert.